Zerstören, bevor es zu spät ist. Zerstören. Ja, Arthur, zerstören. Was für eine Quest hast du eigentlich? Ich bin Jäger, ich glaub, natürlich. Ja, Jäger. Mit Nubra da. Achso, Sven. Hab ich auch. Glaub ich besser als das zweite. Was ist Nubra da, bitte? Das, wenn du zielst, dass du dann dein Radar an. Achso, natürlich, Standard, Junge, hallo? Ich meine. Ja, okay, gut, ja, Sven, ich spiel kein Multiplayer, weißt du, für mich, also rein Kampagne, so mir ist sowas scheißegal. Ich feier mich einfach nur über solche Enhancements. Ich orte Gefallene. Machen, stärker als normal. Etwas. Ah, scheiße, weit gesprungen. Ich bleibe dran. Ja, das gibt mir auch immer so. Arthur war unsichtbar. Du kannst gar nicht schweben. Sind wir alles drei Jäger? Sie greifen den Höllen. Nein, ich bin Warlock. Okay. Ach, killen wir mehr Gefallene oder mehr Jäger? Warum haben die Akkuschaden? Die haben immer Akkuschaden, Arthur. Ja. Beine haben immer Akkuschaden, oder? Jeder. Jeder außer die Captain haben Akkuschaden, oder? Leute, töten wir jetzt hier in der Mission mehr Vex oder mehr Vex, sage ich schon, mehr Gefallene oder mehr Schar? Ich glaube mehr Schar. Hive. Gefallene? Am Ende kommt viel Hive. Also mehr Schar. Ja, okay. Ja, wegen mehr Glimmer und so Krams. Wow, hi. Oh, ich feier das einfach so, das macht so Spaß in Destiny mit mehreren Leuten, wenn du da bei die Level aus dem Haus gemacht hast, dass du richtig schön flankieren kannst. Spürst du, ne? Das ist herrlich. Warte, noch nicht aktivieren. Aber Leute, ich find's voll schade, dass man Bad Company 2 gar nicht so. Ich feier das Spiel voll hart irgendwie. Kim, hier können wir durchwaschen. Ja, nee, ja, ja, okay. Ich weiß, aber ja. Kann man machen. Weil du hast ja sogar so Hive aktiviert und das sind ja vorhin von daher. Ja. Wenn ich die Comms richtig übersetzt habe, ist einer ihrer Barone hier. Ah, das ist dieses Mantel von dem Sprecher, ne? Da. Klingt nach einer Gelegenheit. Wo seid ihr, Leute? Oh, cool, ich hab einen Gramm. Ach. Habt ihr. Da ist er. Ja. Ich kann dein Schild wegmachen. Ja, ist weg. Ja, okay, aber wir sind 28. Erwischt. Oh, Sven ist 29. Ein Baron weniger, der Probleme macht. Und jetzt zu diesem Schrein. Keine Sorge, ich kann Level 30 werden. Wenn ich die können wir nicht erkunden. Ja, das stimmt. Arthur, das Wait Set. Da kannst du wirklich nur mit der Raid-Ausrüstung. Ich will gar nicht wissen, was die da unten alles haben. Ja, ja, weil die Raid-Ausrüstung gibt genauso viel wie exotische Sachen. Also Licht. Das ist doch behindert, Mann. Naja, gut. Leute, wie sieht's bei euch aus? Nächstes Wochenende Raid? So richtig hart übertrieben? Ja. Also ich werde wahrscheinlich schon Dienstag die Raid machen, aber... Ja, ich muss arbeiten deswegen. Aber am Wochenende, also am Sonntag, ist immer schlecht bei mir, weil ich da Training habe den ganzen Tag über. Bis auf Vormittags. Müssen die gar nicht töten, oder? Nö, wir müssen nicht. Ja, nicht aber es sind Schar und die kann ich gerade umbringen. Lass sie mal alle hier fertig machen, da kommen auch noch ein paar mehr. Hier kommen noch die zwei Landungsschiffe. Juhu, ich hab einen grünen Helm. Yay! Warte mal, Leute, ich will noch das Landungsschiff kaputt machen. Wartet auf mich. Du hast doch gerade gesagt, du willst Glimmer haben. Ja, ich habe hier Landungsschiff, scharf. Für die krieg ich Glimmer. Ist alles gut. Dann kriegst du auch mit, Arthur. Nein. Nicht? Oh. Nicht, wenn die so weit entfernt sind. Kommt ihr? Gleich. Ich habe noch einen Jäger hier. Der ist gerade ein bisschen. Jäger, soll ich schon Ritter. Meine Güte, ich bin dämlich. Ja, sagen, danke, danke. Obwohl, warte, der hat noch Muni fallen lassen, oder? Nee, nichts Sonderbares, oder? Doch, Snipe. Das ist doch Muni, wir brauchen keine Muni. Also nicht gegen Nahkampf. Ja, nee, ich denke mir immer nur für einen Raketenwerfer für einen Notfall. Und ich habe keinen Bock, ich habe eigentlich immer genügend Synthese-Munition, weil das Einzige ist, wofür ich meinen Glimmer ausgebe. Aber, ich habe keinen Bock irgendwie, oder? Los, tanz für mich, Bitch! Nein.
du machst die, vorne, okay? Dann push ich zum Schaden. Ja, ich komm nur zu den. Oh fuck, ich wurde von einem Arthur, warum hast du die nicht umgebracht? Das war dein Job, Mann, die stehen da zu dritt hinter mir. Ich wollte erst einen Ritter töten. Ja, nee, das war mein Non-Svens-Job. Du solltest die Gefangenen töten. Ach, du wolltest durchwaschen. Nee, nicht durchwaschen. Zwischen paar hier. Ich muss Schade. Warum habe ich jetzt. Ah, ich habe nichts ordentliches in der Hand. Was soll denn das? Hallo Mr. Jäger. Alter. Scheiße. Ein Wurfmesser. Warte, gleich kommt eine Hexe, ne? Ich werfe gleich meine Granate drauf. Doch, eine göttliche Hexe kommt jetzt. Ich werfe da meine Granate Hexe drauf, dann könnt ihr die töten. Der ist schon ein Schild down. Feuersniper an. Down, ne, fast. Ist tot. Aber ich. Wunderbar, das ist jetzt schon gut. Das wäre auch noch was. Oh, habt ihr das hier auch bei diesem Level hier, dass nachher irgendwie so ein Bug ist, dass das der Wegpunkt irgendwie fest ist? Nee. Hab ich glaube schon dreimal gehabt, dass der Wegpunkt da irgendwie fest ist. Und dann war ich hinten beim Schrein so, weil ich natürlich weiß, wo ich hin muss. Und dann sagt er, ich soll wieder hier hin, wo da wir jetzt gerade Schrein sind, hier zum Eingang. Finde einen Weg. Ich gehe schon mal weiter, ich mache schon mal ein paar Schar hier kaputt. Warum sind die gefallen eigentlich? Da sagt doch der kleine hier Ghost sagt doch was, die Fallenden sind genauso krank wie wir. Wir hatten gerade auch einen Angriff auf die Hive, aber schaffen es nicht, so wie sie töten. Ups. Ich will endlich mal eine vernünftige. Ich muss unter den Schrein einen Schwachpunkt zu finden. Braucht mir auch eine. Ja, also, wenn ich einen Pack kaufe, ich mir einen. Wie mit dem Radar? Nee, ich hab hier schon ein Radar an. Ja, stimmt. Die Verbindung irgendwie rein. Seid ihr? Da bist du. Hallo, Arthur. Hallo. Hast du den gleichen Helm wie ich, Arthur? Nein. Ja. Oh geil. Ich finde den voll nice. Ach ja, der blinkt auf dieses Nur. Ach, der ist noch immun. Ach, das geht schon weiter. Sag mir das doch mal. Scheiße. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Da ist der Boss. Ach, du bist jetzt mich einfach so hin. Alter Junge, was geht? Hi. Geht's gut? Ich muss mir mal kurz Muni holen. Boah, Alter, was ist los mit meinem Headset? Sterben. Ich habe getötet. Geschickt. Ich habe den Rock Launcher getötet. Mach irgendwie immer wieder. Nein! Scheiße. Ey, das ist so ein Noob. Ja, Arthur, dich hab ich. Aber wir sind nur kleine Viecher. Alle kamen zu nah und ich habe mit Rocket Launcher drauf geschossen. Arthur, bei mir ist ein Leibeigener, der fokussiert gerade meinen kleinen Geist. Du kannst mich ruhig wiederbeleben. Weiter zu dir. Okay. Okay. Warum ist das komisch jetzt? Oh fuck, ich darf nicht sterben. Lieber uns. Mir, ich mach den gerade kaputt. Alter. Noob. Wunderbar, Leute. Na ja, wir müssen ja noch das Ding kaputt machen. Du musst ihn zerstören. Rocket. Ja, du kommst zu spät. Ich sammle erstmal den Kram hier ein. Arthur, komm hier. Nein, komm hier. Ich verwechsel wir die haben Lichtfern die Verbindung getrennt. Da haben Schrein hat mit jemandem da draußen. Arthur.
ihrem Gott. Ja, oh, man kann oben drauf gar nicht. König. Was auch immer es gewesen ist. Es kommt näher. Du musst auf diesen Ständer da drauf. 2, 1. Nein. Oh. Ja, nice, Leute. Rückhören denn auch. Dafür sollten wir gut was bekommen haben, oder? Yeah. Oh, nice. Oh, nice. Ich glaube, ich kann meine Waffe upgraden. Ich werde lieber für exotische Waffe sparen. Bruchstücken. Also, meine Rage Shotgun habe ich aber auch damit voll aufgepinnt. Und so macht man sieht auch, wie viel Schaden die macht. Ich guck gerade mal, gibt's sonst noch irgendwas, wofür ich irgendwas bekomme? Okay. Ich auch, Arthur. Ich auch. Leute, was hält ihr vom wöchentlichen Dämmerungsstrike? Haben wir schon dreimal gemacht. Wollt ihr es noch ein viertes Mal machen? Wie lange dauert der ungefähr? Wenn du eine anständige Fusionswaffe hast, dann dauert es nicht lange. Akkus. Ja, ich sag mal in Minuten Akkus, wirklich jetzt, ich. Weil ich muss in einer Stunde los ungefähr. Hast du Akkuswaffen? Baby, hast du Akkuswaffen? Ich glaube, ich habe nur Akkuswaffen. Eine Akkusniper. Warte mal, Kinetik, ja, Akkusniper habe ich auf jeden Fall. Nee, um Feuerraketenwerfer. Kannst versuchen. Warum musst du denn weg? Ich habe Training heute den ganzen Nachmittag. In der Stunde ungefähr muss ich los. Ja, das sollte ich mir schaffen. Ja. Stunde locker. Ah, dann müssen wir da vorne zum Turm, ich brauche noch meinen Fusion Rifle. Ja, mach mal. Kein Ding. Und ich will mal kurz auf Klo. Viel Spaß. Die wöchentliche war Mars. Ja, oh, den haben wir gestern schon zweimal gemacht, allerdings halt nicht als wöchentliche, sondern nur irgendwie als Herausforderung und bla und sonst wie und Alter, war das abartig. Ja, so schwer ist der ja nicht. Vor allem, wenn Akkuschaden dran ist. Wenn ein besonderes Element an ist, ist es immer viel leichter. Boah, Alter, ich bin echt, also ich denk mal manchmal, ich bin voll so ein Kacknut da drin. Also ich meine so basic Sachen wie Farm oder sonst wie so richtige Sachen habe ich ja schon rausgefunden, aber ja, dieses ganze Schadenssystem sonst wie, Mann, das ist mir einfach zu viel. Das ist zu hoch für den Kleinkind. Einfach Starkkraft erhöht, macht mehr Schaden und wenn das Element auf das Element drauf trifft, macht auch mehr Schaden. Boah, Alter, das ist so nervig. Mein Headset fällt die ganze Zeit runter. Ja, ich chill hier erstmal ein bisschen. Nein. Ich habe nicht genug Geld, um mir eins Sachen zu kaufen, oder? Kim? Ja. Hast du Montag Zeit? Weniger. Also nachmittags so ab 6 ungefähr. 7. So 2-3 Stunden hast du da Zeit? Ja, klar. Ja, okay, Arthur, dann lass doch morgen noch mit Kim die Welt durchmachen. Dann lasse ich noch Darth Vader noch ein paar andere Kumpels ein, weil ich brauche noch Waffen. Okay. Voll, das ist fett. Das ist fett. Das ist rhymed. Das ist fett. Kannst du zwei miteinander Raid machen? Och, ich bekomme immer nur blaue Sachen. Ja, Aszendente, Bruchstücke aus der Poststelle. Wofür auch immer. Hast du Event gemacht? Nein. Das ist Problem. Vielleicht ist irgendwas geupgradet. Immer wenn ich was auflevel, bekomme ich immer nur blaue Sachen von Rahul. Leute, wir müssen gleich unbedingt nochmal zur Venus. Einfach, ich brauche 6 Geistesblüten, das kriege ich in 2 Minuten zusammen. Dann habe ich endlich meine Primärwaffe vollkommen aufgelevelt, legendäre Waffe. Ja, aber erstmal lieber auf Strike machen, dass wir das. Ach komm, die sechs Venusblüten, die dauern echt gar nichts. Ich laber jetzt einmal nochmal kurz mit dem Männchen. Oh geil, ich habe gerade 2 inkohärente Engramme abgegeben und ein Lichtpartikel und eine seltsame Münze. Was? Doch nee. Ja, soll ich auch nochmal Pipi machen gehen oder? Hä, könnt ihr das eigentlich auch machen oder kann das nur der Lobbyführer machen? Zum Orbit gehen. Nur Lobbyführer.
Ja, Sven, sonst gehe ich nochmal schnell Pibi machen, okay? Bis gleich. Mach euch. So. Warte. Ja. Guck mal meinen Helm an. Warte. Ich glaub, danach wirst du den Warlock über alles hassen. Meine Handschuhe kennst du ja, ne? Und? Jetzt guck dir mal meinen Helm an. Der ist übelst asozial. Ja, super, ich bin verstärkt beim Einsatz. Stärker beim Einsatz des Overbonds verbessert den Energiebezug zu deinen Falten. Stärker beim Einsatz der Nova-Bombe verbessert Energieabzug. Das heißt, die Stärke meiner Nova-Bombe wird erhöht, also sie wird noch stärker und mein Nahkampf, mein erweiterter Nahkampf, der wird auch noch verbessert. Mehr Super-Energie durch Granatenkills und Granatenwurfreichweite, also diese Aktion Blitze, diese Granaten, die verfolgen. Was denkst du, wie scheiße du bist? Der ist übelst, der Helm, ne? Ach, wir machen jetzt, ja, denk ich jetzt, das geht in Arkus. Gehe ich auf Verholung oder Rüstung bei Arkus jetzt? Warum Arkus? Ja, wegen der Dämmerung, Strike. So, keine Ahnung. Dann besser jetzt Rüstung oder Erholung? Erholung würde ich schon fast sagen. Ja. Mit der Erholung komme ich halt nicht weit. Rüstung zu spüren machen ist erholt. So, dann mach Rüstung. So, Leute, da bin ich wieder. Oh, ihr werdet euch so feiern. Ihr werdet euch so feiern, das glaube ich gar nicht. So, dann würde ich sagen, schnell auf zu Venus, denn die 6 Geistesblüten, die kriegen wir echt super schnell zusammen. Ich weiß nicht, kennt ihr das eigentlich schon so? Ich hab 32 aszendente Bruchstücke und kein Wailside, ey, das kotzt so. Hier, Leute, also nur so als Tipp, ihr könnt Marken aller Art eigentlich richtig übertrieben krass farmen. Also ich warte eigentlich, ihr könnt eigentlich das so krass farmen, dass ihr jeden Dienstag darauf wartet, dass das die neuen rauskommen. Das zeige ich euch einfach quasi mal, falls ihr das nicht kennt. Ja, einfach diese Teilefarben drehen. Ja, ja, also richtig, also das kannst du richtig übertrieben hardcore machen. In der Stunde haben wir irgendwie 120 Stück davon zusammenbekommen. Auf dem Mond. Aber ich brauchte jetzt für mein Set die ganze Zeit, ich hab nie was davon. Ja, Arthur, vor allem das Ding ist, du kannst bei jeder Waffenkammer oder nee, Quartierwart, bei jedem Quartierwart die Marken für das jeweilige Dingens kaufen. Für Vorhut, für Schmelzige, für alles. Und du kannst halt 100 pro Woche jeweils machen. Und ich meine, gut, du musst, du bekommst 5 Marken für 50 Rohmaterialien, aber du kannst halt so übertrieben krank farmen, bis du halt wirklich Dienstag dann halt einfach dir jedes Mal von allen Marken 100 kaufen kannst. Und stell dir mal vor, du machst pro Woche einfach, ja, du kannst pro Woche 100 Marken machen auf jedem Teil, ziemlich einfach. So, Leute, auf geht's. Und los, hey! 100 Marken gehen doch auch so das so leicht, wenn man die ganze Zeit Strike-Mission macht. Ja, okay. 6 Marken pro Strike-Mission. Wie viele? Hey, du gibst den Ton an. Wenn Kim ja Lust hat, dann kann ich ja gleich mit meinem kleinen Jäger reinkommen und dann machen wir 24er Strike. Ach, hier sind noch andere. Ich hoffe, die haben jetzt nicht schon die Dingens aktiviert und alles. Also machen wir das so? Was? Vielleicht wenn man hier auch mit dem Jäger reinkommen, wir Strike machen. Helfen möchte, kann sich hier beim Kriegskult der Zukunft melden. Mach doch meine schmelzige Sachen voll. Nein, ich steppe den Abgrund, ich sterbe. Ich bin nicht geschoben. Oh. Kisten, wir müssen einfach Kisten oder Helium selbst finden. Ne, okay, hier sind sie. Ja, hier sind auch 2 andere, das ist ein bisschen bescheiden. Ich habe welche gefunden schon mal. Aber das Ding ist halt, wenn die anderen Leute die aktivieren, sind die nur auf begrenzten Zeitraum mit da. Na, ich schaue einfach trotzdem nochmal. Oh, guck mal da. Ja, ich habe schon 2 gefunden, vielleicht 3. Mal gucken. Sven, wie gesagt, du kannst alles an Marken dafür bekommen. Also ich würde die einfach immer mitnehmen. Hier bei mir ist noch eine Kiste. Und hier unten bei mir ist auch noch eine Geistesblüte irgendwo. Zumindest habe ich die. Ich mach lieber Mission. Ja, Sven, nimm die doch einfach mit. Hier ist noch eine Geistesblüte und eine Kiste. Weil Sven, ich meine, es ist wirklich einfach nur liegen gelassene Zeit, wirklich, du investiert. Scheiße, ich bin gestorben.
Oh, nice, Leute. Ich glaube, ich habe die schon zusammen, oder? Mal gucken. Ne, eine fehlt mir noch. Nee, Sven, weil wie gesagt, wenn du irgendwie mal 50 Stück davon zusammenholst, dann kannst du dir gleich 5 Marken von irgendwas abholen. Tim, ich weiß das, nur ich habe Vorhut-Nachricht durch meine Zweig-Playlist. Ja, ich weiß, Sven, und aber es sind einfach nochmal 5 extra Vorhut-Marken, die du liegen lässt. Und das Weight-Set, für einen Warlock brauchst du da so Relikteisen. Darum brauche ich keine Okay. Ja, ich habe die letzte, Leute, wir haben es geschafft. Ja, ja, scheiß auf die Mission, Mann. Da ist noch eine Hilfe. Ja, scheiße, ich hätte mir nochmal einen Kaffee holen sollen oder so. Auf und davon. Arthur, ab. Wenn mein Schmelzsiegel Rang 2 ist, ist mein Vorhut wahrscheinlich Rang 5. Direkt heute, ne? Bin ich Level 29? Ja, ich bin Level 29. Glückwunsch, Arthur. Wir haben gleich viel Licht. Aber ich kann noch meine Brust einmal aufbessern. Meine Handschuhe einmal aufbessern und mein Helm noch zweimal aufbessern. Ja, dann bist du Level 30. Die Sache kann die aufbessern. Bruchstück brauche ich eigentlich noch. 16. Bruchstücke. Bin ich Level 30. Wollt oder nicht, wir stehen im Krieg mit den Kabalen auf dem Mars. Also lasst uns ihr Kommando eliminieren. Mach ich jetzt eigentlich mehr Schaden. Nach dem anderen. Ja, mach Varus Tauk. Soweit ich weiß, befehligt er die Belagerungstänzer aus einem imperialen Landpanzer vor Rubicon. Er ist gut geschützt, aber mit dem richtigen Team können wir die Verteidigung knacken. Dann erledigen wir das Biest und holen uns Freistadt. Voll aufgelevelt. Nice, was machen das jetzt für einen Schaden? 300, yay. Immer ein etwas. Will ich sehen. Das ist das von der Vorhut, fragt mich Niffy. Suchen wir einen Zugang zu ihrem System. Mal sehen, ob wir Varus Tauk finden. Arthur, ich aktiviere das gerade, ne? Ja. Wir gehen schon mal durch, Gabi. Die kleinen Lilanen haben jetzt Schilde, oder? Nein, noch nicht. Also hier noch nicht. Well. Superpox VLO heißt mein Impulsgewehr. Wenn ich jemanden schlage, wir sollten auf seine Lieutenants aufpassen. Sie sind immer in seiner Nähe. Und weil wir müssen sie kurz durchwaschen, also nicht waren perfekt. Und Blink, also Telefon. Ach, am Arsch. Ich wollte ja einfach ganz schnell durchkommen. Was? Nee, ich hab meinen Jäger. Ja, okay, gut, dafür. Ja, okay. Ja, okay. Ach du, jetzt nicht verstehen. Ich verstehe. Also auf uns bauen dann durch. Und zum Schluss musst du dann Teleport benutzen. Dann ich halte das Tor für KB offen, ne? Also Arthur, ja, du kannst durchpushen. Alle vier Lieutenant sind hier. Wir könnten seine gesamte Garde erwischen. Jo, ich komme, Sven. Sieht einigermaßen gut aus. Fuck, ich bin nicht mehr unsichtbar. Ja, ich schieße ja auch gerade alle auf mich. Okay, können abhauen. Nee, hier. Dankeschön. Alter.
auch schießen, wenn er so dauerhaft schießt. Ja. Du sagst es, Sato. Ich tu's einfach trotzdem. Oh, nee, nee. Wie Sven ihn gefickt hat, ey. Alter, hast du irgendwie ein Fusionsgewehr-Sniper-Gedöns irgendwie? Ich nehme mal ein Auto. Nee, das ist mein Fusionsgewehr von der Monarchie. Eine krasse Nachladezeit und eine krasse Stabilität. Ja. Wir können am besten nicht den Panzer nehmen. Okay, scheiße, warte. Da bist du ziemlich schnell zerfetzt bei dem großen gleich. Ja, ich wollte nur für den Anfang hier. Aber ich bin auch so schon zerfetzt. Okay, wir brauchen eigentlich gar nicht den Panzer, ne? Du musst eigentlich nur mit deiner Sniper drauf schießen, Kim. Ja. Du machst so circa so 5000 Schaden pro Schuss auf den Kopf. Wenn du das sagst, Sven, wenn du das sagst, dann werde ich das tun. Das Schild davon ist down. Und auch nicht. Jetzt habe ich keine Fusion Rifle Muni mehr. Schießt ihr auf den Koloss? Das ist cool. Down. Oh. Danke. Okay, da sind noch welche. Scheiße, meine Sniper ist alle. Okay, jetzt sie verstehen. Wäre Schaden? Pass auf, Kim. Wir haben Hungersnot an. Du sagst es, Sven. Du sagst es. Ich hab keinen Plan, was du sagen willst, aber du sagst es. Ich benutze. Ich hab einen Clusterbomben-Raketenwerfer, also, fickt euch alle. Ich hab gelassen für die Waffe, die ich nicht benutze. Oh. Oh, Sven, Alter. Entspann dich doch mal ein bisschen. Ist ja echt nicht mehr höflich von dir. Schießt auf ihn, schießt auf ihn! Sein Kopf treffen, aber... BAM! Sein Kopf, nice. Eingelassen. Natürlich hat er nichts eingelassen, Arto. Arto, kommst du mit? Ah, warte. Das ist die Edge. Die sollte die Edge haben. Ah, ich hole mir mal Sniper Muni. Ne, das ist Dings da. Okay. Achso, und ich könnte mal Kabal Dings da einmachen. Wir werden hier noch ein paar töten. Und das ziemlich lang. Danke, Arto. Ah, ich bin gleich. Ah, ne, stimmt, ich kann ja nicht sterben, stimmt ja. Wer ist tot, Wuse? Ja. Ich hab ihn gekillt. Oh. Ich brauch Sniper, Moni, aber ich hab keine. Ah, da. Boah. Warte, da oben ist der nächste Lieutenant. Ja, ich. Ich werd das gehen. Güter gefallen. Nein. Ach Kim, pass auf die kleinen Lilanen auf. Das sind die stärksten in diesem, hier in dieser Mission. Ja. Die haben lilane Schild. Ja, die scheiß Psions da. Eine blaue Schockwelle. Die geben übelst am Arsch, ja. Und die blaue Schockwelle macht dich One-Hit. Oh, ich raste mal aus, Leute. Ich werde wahrscheinlich sterben, aber ich versuch's einfach mal. Es kommt noch einer der Lieutenants hier. Ich hab's schon gekillt. Nee, ich hab hier noch ein bisschen Kleinvieh. Zu schnell. Das heißt, Kleinvieh, die sind schon ziemlich kuschelig. Und porten sich an. Warte, aber Munition. Kim, pack deine Sniper raus und schieß auf die Gelenke von dem Vieh. Ja. Ich muss mal eben nach Munition. Dann müsst du schön viel Schaden machen. Und pass auf den roten Laser auf, der hat eine krasse Reichweite. Da kommt er schon. Ja. Ja, scheiße, ich hab keine Snipe-Muni. Hi, Darth Vader! Hallo. Oh, keine Snipe-Muni. Geht! Aber ist noch in der Party, mal gucken. Hallo, Wochenende. So, ganz gechillter Morgen eigentlich. Hallo. Oh. Mal sehen, wer ist das? Ey. Oh. Warte, ich komme. Kim, schießt ja, warte, ich hab keine Muni mehr. Und ich will wissen, wer da hier in der Party drin ist. Das ist irgendwas, okay, Muni den hast du eingeladen, gut.
Komm, schieß drauf, Leute. Ich lenke ihn ab. Warte, du musst MG nachladen. Du musst das nachladen. Güter gefallen. Komm, schieß drauf. Ach dann. Güter ist gefallen. Okay, ich bin tot. Ja, das Ding auch gleich. Er ist down. Okay, holen wir uns Tau. Kim, nicht töten, du kannst durchfahren. Ich muss dich töten, weil ich hab keine Money. So. Ah, warte, dann hol ich mir auch noch. Ja, doch, ist eine gute Idee. Nein! Oh, fuck. Hab einen, Arthur, keine Sorge. Ich mach sein Schild weg. Yay, yeah, ein bisschen spezial. Ein Schuss. Keine doch damals. Arthur, Formel 1 hat ein Dritter gewonnen. Was? Formel 1 hat ein Dritter gewonnen. Den Deutschen wurden nur Dritter und Vierter. Mies. Doch, scheißegal. Mhm. Ja, auch gerade eben gemacht. Kann ich aber gleich mit dir machen, das Vader. Alles klar, cool. Du hast ja immerhin auch geholfen mit der Raid vorhin. Nee, okay, gestern. Alles gern. Apropos Raid. Ja, Kim hat ihn noch nicht. Der hat kein Gold und der wollte jetzt. Und ich habe ihm angeboten, die Raid nochmal mit ihm zu machen. Warum? Da wäre er dabei. Ich würde mitmachen, ja, kein Problem. Perfekt. Oh Leute, ich bin tot, ich bin sowas von tot, ich kann da nicht rein. Das ist. Nein! Scheiße, Leute, tut mir leid. Ja, gibt Schlimmeres. Oh nein, Sven. Ach, tut mir leid. Ich dachte, ihr wärt hinter mir. Ach, ist jetzt vorbei oder was? Nein, ja. Ja, das ist Verdämmerung. Das ist ja mies. Okay. Ja. Wann musst du jetzt weg? Wie in einer halben Stunde? Ja, also jetzt genau in einer Stunde, aber in einer halben Stunde ungefähr muss mir schon fertig machen. Ich denke mal, das wird bis jetzt zu knapp. Gebraucht. Nee, Leute, ich denke mal, sonst können wir ja heute Abend noch weitermachen oder morgen. Ja, aber okay. Mal probieren. Ich hab nicht zufällig irgendwas Lustiges. 10 Lichtpartikel. Ja, das reicht noch längst nicht. Arthur, brauchst du noch Rotmarken? Ach, Leute, macht ihr noch mal kurz mit mir den Strike auf der Erde? Können wir machen, oder? Weil, oder wollt ihr noch mal einen Turm? Es gibt noch zwei tägliche. Einmal von der Vorhut und einmal von den, Da kommen wir schon von der Königin. Durch. Ach so, und Leute, ich habe einen Glitch, wie du die Beutezüge zweimal machen kannst. Du musst einfach, also vor 11 Uhr online sein, ja, und drin bleiben in Destiny, so lange wie du die machst. Also du bist halt angemeldet, ja, mit deinem Charakter, du musst dich auch entscheiden, mit welchem Charakter du machst, und dann suchst du dir deine, also bleibst du vor 11 Uhr schon drinne. Kommst, gehst dann zum Beutezugtyp hier, am besten auch schon vor 11 Uhr und überschreitest dann gerade die 11 Uhr Marke, bekommst einen neuen Beutezug, suchst dir deine aus, machst die Beutezüge, holst dir deine Prämien dafür und dann gehst du nochmal in die Startseite, startest Destiny neu und guckst dann wieder nach, ob du neue Beutezüge hast. Und das sollten dann eigentlich dieselben sein, wie du gerade eben gemacht hast. Und der hohe Servitor. Kannst du mal sehen, ob das funktioniert, wenn du um 11 Uhr drin bist und dann irgendein Ziel auswählst und ihre Seelen in die Hölle keine neuen täglichen angezeigt werden.
Daran kann man denn sehen, ob das funktioniert oder nicht. Das ist ganz... Das ist eigentlich egal. Ja, also das ist ganz praktisch halt einfach, um EP zu leveln oder... Ruf oder sonst wie, bla. Scheiße. Ich bin am gleichen Stein hängen geblieben wie du, Arthur. Ja, ich auch. Schon wieder. Ich auch. Ich bin schneller als du, Arthur. Ich bin schneller als du. Nein. Verdammt. Ha! Ich hab Arthur überholt. Gefallene und die Schar. Hoffentlich. Rüberhängen. Feuer. Nee, werden wir nicht. Au. Au. Warum geht denn hier eigentlich jemand rechts lang? Alle gehen immer links lang. Da rechts eigentlich kürzer. Ja und? Vielleicht will ich gar nicht links, vielleicht will ich gar nicht rechts lang. Doch, bitte. Vielleicht mag ja, ich echt, links lieber. Scheiß Nazi. Ja, links? Ja, ich bin links. Sag ich kurz. Ja, okay. Ja? 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 Gut. Also. Gut gemacht. Hey Leute, hier ist ein Captain, wenn du bist ja noch hier. Toll. Der Ausgang ist versperrt. Arthur, Finger an. Weg damit. Arthur. Das wird. Ja. Ich gelings. Ich mach Spawncampen. Ich komm mit. Haha, meiner. Ah ja, sehr gut. Ja, irgendwas hab ich da falsch. Arthur! Geh schon mal nach rechts in den Schwebern. Standard. Oh, Spezialmuni. Nice. Die Gefallenen werden schlauer. Das ganze System scheint verbunden mit... Ich beeile mich. Das ist meine Ecke, lass das. Niemals. Okay. Ist meine Ecke, ist meine Ecke. Ich kann's zurückhaben. Oh. Sparrow. Arthur. Ich hab es. Musst du mal alles kaputt machen. Alle nennen uns. Ich hab eben den Rock Pfeffer. Okay, Pfeffer. Bist du zu geil? Rocketwerfer. Ja, Rocketwerfer. Du bist kein Rocketwerfer, oder? Ich muss mir gerade vorstellen, wie du so eine Bombe einfach zum Gegner hinwirfst. Aber so eine Rocket hätten wir auch in der Hand. Arthur hat Rocketwerfer. And Arthur gibt never give Rocketwerfer to you. Ein Messer an. Oh. Don? Bester Typ. Auf ihn! Sperre geöffnet. Wir können dann. Hast du so viele grüne Sachen hier? So eine bekommen bis jetzt. Eine will ich noch töten. So.
Kim, hast du einen Sniper? Sogar durchgeladen. Ja, habe ich. Kim? Sogar durchgeladen. Dann mach mal die vier. Dann mach mal die vier Snipers hier weg. Ach, die Höhle ist da vorne unter dem Kolonieschiff. Gleich bei diesen ganzen Teufeln. Dafür ist meine Sniper-Munition zu teuer. Waffen, Captain. Mach ich halt die Snipers mit meinem Sturmgewehr. Kim? Was? Mach ich die Snipers? Nein, ich wollte das nicht machen. Güter gefallen. Ja, ich wurde getroffen vom Sniper. Nein, oh, schon da. Natürlich. Oh, ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben. Ja, ich bin schon gestorben, ich hab das auch offen. Aber ich geh gleich nochmal raus und geh gleich wieder rein. Ja, normal. Wieder gefallen. Nein, jetzt bin ich auch gestorben. Oh. Arthur, ist doch egal, wir gehen einfach gleich wieder raus und gehen wieder rein. Dieser scheiß Laser am Ende. Ein Deiner. Servus. Geteil? Ah ja, Bian, du? Ah, ja. Der Crucible, oder? Dann Lukas. Ja? Ah, hi. Ich bin Level 21 mit meinem Hunter. Ja, ich habe gestern noch den exotischen Helm aufgesetzt, den ich schon vorher gekauft habe. Das ist also die Höhle der Teufel. Jetzt gehe ich wahrscheinlich in Crucible. Warte mal, wie viel Uhr ist der Krüger heute noch da? Schon weg. Minus 1,3 Stunden. Okay. Also schon um 11. Ganz genau. Weg. Bleibt immer Freitag bis um Freitag bis ab 11 bis Sonntag bis um 11. Das stimmt ja, Alter. Ja, ich hab eh nicht genug Münzen gehabt. Ich auch nicht. Oh, doch, hab ich. Münzen, dass ich mir sogar zwei solche Kumpel hätte kaufen können. Ja. Ich hab einfach nicht ausgibt. Ja, ich weiß nicht, ich hab's mal ausgegeben. Ich hab gestern bei irgendeinem Strike drei seltsame Münzen bekommen. Das war sehr nice. Ich geh schon mal raus, dann kommen wir mal rein. Das ja. Bist gleich. Ja, ich geh gleich bei ein Viertel gehe ich auch raus. Lukas, ich dreh dir bei, sobald du aus dem Spiel raus wirst, gell? Hey, hallo. Hi, Max. Wie lange war ich eigentlich gestern noch online, Fabi? Online war ich noch so bis 3. Ja, keine Ahnung, wir haben da noch gelabert über Anime. Okay, Kim, nicht töten, ich geh grad raus. Mit dem Soul Killer oder so. Sag, wenn du fertig bist mit dem Spiel. Ah, dauert nicht mehr lang. Ich habe noch zwei Kills, dann bin ich fertig. Bobby, ich habe gehört, du hast gestern noch deinen Charakter auf Level 20 gebracht. Ein Kill. 21, ja. Aber mein Hunter und nicht mein Warlock, weil ich habe keine Lust, Warlock. Arthur, bist du auch schon wieder drin? Vor.
Also wenn ich den heute noch schaffe, meinen Hunter hier auf 20 zu bringen, dann können wir von mir aus den Raid machen. Warum? Lukas. Wollen wir machen? Nein. Ja, nicht. Wir können von mir aus nachher noch den Raid machen, wenn du Lust hast. Ja, ich spiele später bei Kenta beim Raid mit. Vielleicht hat er noch einen Platz frei für dich. Wollten morgen machen. Ist Sven noch nicht wieder beigetreten? Wollten morgen was? Machen. Am Morgen? Ja gut, dann kann ich gleich wieder. Gerade rechtzeitig, Sven. Aber der ist schon tot. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was bekommst, Sven. Auch er. Warum habt ihr den getötet? Ich hab doch gerade noch gesagt, warte. Da stand bei mir, dass Sven beigetreten Setix ist. Primus warf einen großen Schatten auf unsere Stadt. Warte noch eine Weile. Ja, müssen wir schauen, ob Sven das... Hast du bekommen, Sven? Ich hab... Oh, nein. Das tut mir leid, Sven. Ich auch nicht. Das tut mir leid. Die Gefallenen... Super. Sie werden überleben. Das tun sie. Ja, da sind wir rausgegangen, wieder reingegangen und... Ach, ins Wasser! Nö, ich setz mich hier hin.